Dieser König ließ sich eine Perücke aus der Intimbehaarung seiner Mätressen fertigen. Es geht um Charles II., König von England. Er war sozusagen das englische Pendant zum französischen Sonnenkönig. Er lebte zu einer Zeit, in der das Tragen von Perücken ein Statussymbol war. Aber auch das Sammeln von Haaren aller Art als Andenken an geliebte Personen war eine gängige Praxis. Die Verarbeitung von Intimhaaren zu einer Perücke war aber sicherlich auch damals ziemlich skurril. Nun, wie viele Haare verwendet wurden, wissen wir nicht. Aber angesichts der Tatsache, dass der König 14 offizielle Mätressen hatte, dürfte da einiges zusammengekommen sein. Es wird aber noch skurriler. Der König schenkte die Perücke einem schottischen Trinkclub. Diese wurde dann vom Besitzer an den Beggars Benison Club weitergegeben. Du kannst gerne mal googeln, was für ein Club das genau war. Jedenfalls wurde sie später vom Nachkommen des ursprünglichen Besitzers geklaut und der gründete seinen eigenen Wig Club. Neue Mitglieder mussten die Perücke küssen und von ihnen wurde erwartet, dass sie auch Härchen ihrer Geliebten beitragen, um die Perücke zu erweitern. Niemand weiß genau, was mit der Perücke passiert ist, denn sie ist verschwunden. Erhalten geblieben ist nur der Perückenständer, also so ein hölzerner Kopf, und die Kiste, in der sie aufbewahrt wurde. Es geht skurril weiter. König George IV. Wurde rund 200 Jahre später als Ehrenmitglied des Beggars Benison Club ernannt. Als Dank überreichte er dem Club eine Dose mit Härchen seiner Geliebten. Das sollten gleichzeitig auch die ersten Haare einer neuen Perücke sein, die er dem Club dann schenken wollte. Allerdings gelang es ihm nicht ausreichend, Locken zu sammeln und daraus wurde nichts. Die Schnupftabakdose mit den Härchen ist aber erhalten geblieben. Folge mir für mehr verrückte Einblicke in die Vergangenheit.